Jo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Zierskur Adventskalenders 2017 und heute ist auch schon der 11. Dezember, also wir sind jetzt dann schon bald bei der Hälfte, beziehungsweise morgen dann schon. Und bevor ich dann heute auch anfange, die nächsten Gewinner zu ziehen, möchte ich dann noch auf etwas ansprechen. Und zwar geht es darum, dass vielleicht, also ist mir jetzt aufgefallen, dass der eine oder andere vielleicht dachte, dass wenn ich sage, es gibt einen ersten Preis, den zweiten Preis und den dritten Preis, da meine ich nicht damit, dass der erste Preis der wertvollere Preis ist, beziehungsweise der bessere Preis, sondern ich möchte damit einfach nur die Preise an sich betiteln, damit ihr wisst, dass das jetzt drei verschiedene Preise sind und nicht, dass zum Beispiel dann einer, dass es ein Preis ist mit allen drei Skins. Also klar ist dann mal ein Skin vielleicht mehr wert als der andere, ist ja logisch, ist ja nicht jeder Skin gleich. Aber wenn ich jetzt vom ersten Preis rede, den ich dann als erstes ziehe, meine ich nicht damit, dass das dann der Hauptpreis von dieser Episode ist, sondern das sind alle drei Preise sind ja gleichgestellt. Ich hoffe, das versteht jeder und ich hoffe, das haben die meisten bis jetzt auch verstanden, aber ich wollte das jetzt nur mal kurz erwähnen. So, was ich noch kurz sagen, also dann auch noch sagen wollte, ist, dass ich gestern zwei Videos hochgeladen habe. Und zwar war das zweite Video, also eigentlich das erste war ja ein Road to Glove Unboxing in der Santa Elmo Edition, wo ich mit dem Kostüm etwas reingelackt habe, aber das ist dann untergegangen, weil ich eine halbe Stunde später dann das Adventskalender-Video hochgeladen habe. Das nur mal so als Erinnerung. Ich kann ja das dann noch in der Infobox verlinken oder ihr geht dann, ja, ihr wisst einfach Bescheid, was ich meine. So, die Preise für heute. Ich werde es einfach versuchen, dass ich es nicht mehr sage, sondern erster, zweiter, dritter Preis, sondern dass ich das jetzt einfach so mache, damit das auch jeder versteht. Wir beginnen mit einer Desert Eagle Komicho Dragon. Dann der nächste Preis wird sein eine Galil R IQ. Der letzte Preis ist dann eine Farmers Roll Cage. Die Gewinner ziehe ich hier wieder unter dem Teilnahmevideo. Die Gewinner von gestern setzen ja heute aus. Die von vorgestern sind ja wieder mit dabei. Und falls jemand neuer auf meinem Kanal kommt und sich fragt, wie kann man teilnehmen, am ersten Link der Videobeschreibung, dort kommt ihr zum Teilnehmervideo des CSGO Adventskalenders. Dem Video erkläre ich, wie ihr teilnehmen könnt, was es zu gewinnen gibt und sonst auch ein paar kleinere Informationen. Und ich sage jetzt mal, nur am 24. Dezember gibt es als Hauptpreis ein Knife. Und ja. So, die Desert Eagle Commission Dragon, die geht heute raus. Bex Lemon 10090, das Knife wäre schon geil. Ja, wenn ich schon von Knife rede, kommt gleich der nächste. Also wie gesagt, am 24. Dezember gibt es ein Knife, also mal Glückwunsch an dich Bex Lemon, du gewinnst mal die Desert Eagle heute. So, jetzt habe ich hinten begonnen anscheinend, gut, dann machen wir von hinten nach vorne. Die Galil Arrow Eco, die geht raus an den Max Neubert, er hat da eine Buchstabenkombination geschrieben, die ich jetzt nicht vorlesen werde. Mit 488 Kommentaren, du gewinnst die Galil. So, Glückwunsch an dich. Und die Farmers Roll Cage, die geht heute raus an Blackie Schocker. Er hat insgesamt 778 Kommentaren und hat mit einem D kommentiert. So, das waren die drei Gewinner von heute. Die Gewinner werde ich unter deren Kommentaren unter dem Teilnehmervideo kontaktieren. Sprich, ich werde euch auf einen von den Kommentaren, was ihr darunter gespammt habt, antworten. Und falls dann auch noch jemand glaubt, dass ich auf die Facecam heute vergessen habe, nein, das ist nicht so. Ich habe in der letzten Woche, ich weiß jetzt nicht in welcher einer Episode das war, aber ich habe da schon letzte Woche damit begonnen, dass ich unter der Woche ohne Facecam aufnehmen werde, weil wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause komme und dann noch ein Video aufnehmen muss und bearbeiten und rendern und hochladen, werde ich das immer ohne Facecam machen unter der Woche, weil ich da nicht so viel Zeit habe, weil jetzt ist es 8 Uhr, ich nehme jetzt das Video erst auf und ich versuche das dann, dass es so schnell wie möglichst online kommt. Deswegen habe ich jetzt keine Zeit, den Greenscreen aufzubauen, mich umzuziehen und dann die extra Arbeit beim Rendern. Die Datei wird dann auch noch größer, dann braucht der Upload länger, also dauert länger und ja. Deswegen gibt es die Facecam nur am Weekend und am Freitag, je nachdem wie ich halt Zeit habe. Aber dann war es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, jeder
ist, kennt sich jetzt aus, es ist wieder alles klar und weil es geht mir langsam auf den Sack, wenn ich mich immer wieder wiederholen muss. Aber anscheinend geht es halt nicht anders. Gut, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben trotzdem freuen. Aber egal, dann sage ich auch gleich ciao und bis morgen, euer Alex.